gibt viel zu besprechen, deswegen habe ich dieses Format gewählt als erstes Video nach der Pause und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Ist das merkwürdig. Ich bin wieder da. Und ich habe dieses Format hier gewählt, weil wir echt ein bisschen was zu besprechen haben jetzt, weil sich ein bisschen was verändern wird. Und keine Angst, für die einen oder anderen vielleicht zum Negativen, aber ich glaube, es ist eine gute Entscheidung. Ich habe das Ganze schon auf dem Community-Tab veröffentlicht. Da könnt ihr das Ganze auch nachlesen. Und zwar habe ich mich entschieden, für die nächsten 2 bis 3 Monate meine Upload-Zeiten von jeweils pro Kanal 2 Videos die Woche auf 1 Video die Woche zu verkürzen. Es gibt für mich, ich fange jetzt mal an, so ein gutes Beispiel, dass mehr auf YouTube nicht mehr ist. Ihr wisst ja, die ganze Sache unterliegt einem Algorithmus. Bedeutet, wenn Videos keine Interaktion bekommen, keine Daumen, keine Kommentare, deswegen beharre ich da auch immer. Zeigt bitte, wenn ihr Formate gerne möchtet, wenn ihr Formate gerne mögt, man merkt, ich bin schon länger nicht mehr drin. Ich habe jetzt einen Monat keine Videos mehr gedreht. Wenn ihr Formate gerne mögt, Daumen nach oben. Das ist unwahrscheinlich wichtig. Das ist wichtig für mich, um zu sehen, ja, dieses Format bringt halt. Ne, das kann ich öfters drehen. Und kommentieren. Ne, auch wenn du dich nicht zu 100% auf das Video beziehen möchtest, kommentier was. Das hilft dem Video, das hilft dem Creator. Am Ende hilft es mir. Denn dann wird es mehr Leuten angezeigt. Und ihr wisst ja, ich glaube, das haben auch schon mehrere YouTuber erzählt. Knu ist immer so eine, die da gern drüber redet, weil das triggert halt schon unwahrscheinlich. YouTube hat eingeführt in den Analytics, das ist eine Sache, die seht ihr nicht. Die letzten 10 Videos gehen immer in Konkurrenz zueinander. Was bedeutet... Die werden aneinander aufgerechnet. Sprich, wenn jetzt unter diesen 10 ein Video ist, was ein bisschen schlechter läuft, zieht es die anderen Videos mit. Das ist Mineral-Make-up übrigens. Ne? Das gibt es leider nicht mehr. Ich bin ja immer noch im Kaufstopp und gucke gerade, dass ich das, was ich habe, verwende und eben Sachen noch aufbrauche. Also diese in Konkurrenz miteinander. Drehe ich jetzt ein Video, was nicht gut läuft, mit, nehmen wir an, eine Review mit 50 Aufrufen oder so, zieht es die letzten Videos mit runter und die nächsten Videos mit runter. Sprich, die nächsten Videos, auch wenn das bessere Formate sind, die bei mir vielleicht auf dem Kanal ein bisschen besser laufen, ist es dann so, dass ich mit diesen Videos dann dank Algorithmus weniger Aufrufe habe. Und ich habe im Oktober, November, Dezember hatte ich ja, ist kein Geheimnis, da machen alle mehr, weil es da mehr Geld gibt. Und ich weiß nicht, wie ich es dieses Jahr machen werde, vielleicht werde ich da auch mehr machen. Das wird jetzt für mich auch gar nicht sture Regel sein, wo ich sage, ja, ich mache jetzt nur noch so wenig, sondern wenn ich mal ein Video die Woche mehr machen möchte, dann mache ich das. Aber safe fest, regelmäßig kommt ein Video pro Kanal pro Woche zur gleichen Zeit. Und ich habe im Oktober, November, Dezember habe ich ja mehr gemacht. Habe aber sehr schnell rausgefunden, das hat mir gar nichts gebracht. Das hat mir überhaupt nicht, besonders hier auf dem Kanal hat es mir einfach gar nichts gebracht. Na, und deswegen bin ich dann im Februar, Januar mache ich ja meistens immer Pause, bin ich im Februar dann auf 2 Videos runtergegangen. Und für mich wird jetzt einfach die interessante Frage auch sein, wenn dieses eine Video pro Kanal, also wenn es so sein sollte, dass
das mindestens genauso viel bringt, wie als wenn ich 2 Videos die Woche mache, dann bleibe ich natürlich dabei. Denn dann bringt es halt gar nichts. Das ist jetzt alles möglich. Es kann sein, dass es ein bisschen schlechter ausfällt, wo ich mir hundertprozentig sicher drüber bin, was auch okay ist, damit rechne ich auch. Es kann sein, dass es besser rausläuft, wenn ich bessere Formate, deswegen ist es so wichtig, zeig mir, welche Formate du gerne magst, mit einem Daumen und einem Kommentar. Diese Formate kommen dann regelmäßig, ne? Und es kann sein, dass es jetzt besser läuft, wobei ich das irgendwie nicht so ganz glaube, aber mir ging es Oktober, November, Dezember auch so, als ich dann im Februar gesagt habe, gut, ich ziehe jetzt, ich mache das jetzt, dass ich nur noch 2 Videos die Woche drehe und oder wieder 2 sozusagen. Und da hätte ich auch nicht gedacht, dass das einfach gar nichts bringt. Einfach null bringt, ne? Und von dem her, jetzt versuche ich mal hier. Concealer habe ich übrigens neu gekauft. Ich bleibe immer wieder an meinem Shirt hängen. Das ist Benecos. Und ich kaufe mir gerne den farbigen, weil ich eben um die Augen ein bisschen Ausgleich brauche. Ich habe auch keine Eyeshadow Base mehr. Falls ihr mir eine Eyeshadow Base empfehlen könnt, ohne Mikroplastik, vegan, tierversuchsfrei, gerne unten in die Kommentare packen. Ich habe jetzt sogar eine Videofrage an euch, und zwar, wann guckt ihr diese Videos immer, also diese Style & Talk Videos? Morgens, wenn ihr euch fertig macht, oder nebenher und zur Unterhaltung? Schreibt mir das bitte gerne unten in die Kommentare, mich interessiert das auf jeden Fall. Also wann guckt ihr diese Videos? Wann interessieren die euch? So. Auch noch ein bisschen was wir machen. So, mache ich noch mal ein bisschen davon drauf. Wie gesagt, das gibt es nicht mehr. Das war früher auch das Problem. Da haben immer einige geschumpfen. Da gab es, glaube ich, nur 3 Farben oder so. Und die Farbe, die ich jetzt da gerade habe, die ist auch nicht zu 100% für mich gut. Übrigens, Pflege und Sonnenschutz habe ich schon drauf, ja. Ich liebäugle ja mit Lili Lolo. Und dem, da habe ich noch so ein bisschen. Werde ich mir aber erst nach August holen, weil wie gesagt, ich habe dieses halbe Jahr Kaufstopp gemacht. Nur die Dinge, die ich wirklich brauche, gekauft. Und ich habe noch nie so wenig bei Amazon im letzten halben Jahr gekauft. Das ist so witzig. So die letzten 3 Monate gar nichts. Ne? Also da hat sich mein Kaufverhalten komplett geändert. Total witzig. Ein bisschen Concealer. Das habe ich noch nicht so ganz drauf. Also zu verstehen, mach den Concealer zuerst, bevor du dann Mineral-Make-up drauf machst. Denn ich nehme ja jetzt kein Puder. Na, das ist Mineral-Make-up ist ja trocken. Das klappt also noch nicht so ganz. Aber ist okay. Aber ich habe für mich einfach gemerkt, dass Mineral-Make-up halt für mich am besten läuft. Denn ich habe ja diese großen Poren. Und alles andere verkriecht sich bei mir halt echt so irre schnell in die Poren. Und Tatsache, ich brauche das Zeug halt auch nicht auf, ne? Das hat nochmal so. Mach das nochmal.
Der war okay. Also das Alverde-Produkt. Aber ich finde das von Lililolo einfach noch ein bisschen besser. Und es dunkelt nicht so beschissen nach. Das mache ich nämlich jetzt auf mein Augenlid. Das ist das da. Und ich habe da die Farbe Blond. Und es funktioniert für mich ganz gut. Aber ich habe das nie im ganzen Gesicht so richtig verwendet. Denn ich fand es irrsinnig lästig immer. Das musst du dann in so ein Schälchen reinpacken, damit du es mit dem Pinsel auftragen kannst. Weil das macht man dann ja mit so einem Kabuki und so. Heute schon 10 Minuten gelabert. Also, zukünftig nur noch ein Video die Woche. Ihr seid gefragt, dass ihr mir einfach zeigt bei den Formaten, was ihr gerne guckt. Also pusht die nach oben definitiv. Und also Däumchen vergessen, nicht vergessen. Das funktioniert bei meinen Weekly Vlogs ganz gut. Da habe ich die 50, wollte schon wieder Euro sagen, die 50 Likes-Regel eingeführt und das funktioniert wie eine 1. Und ja, liked die Videos. Das ist wirklich, wirklich wichtig, ne? Also nicht vergessen. Denn nur so ist der Algorithmus gnädig zu mir. Wenn ich mir denke, das hat früher, das war alles irgendwie gar kein Thema, ne? Also, das war schon krass. Diese Entwicklung, wenn man sich zum Beispiel Instagram anguckt. Ich mache viel zu wenig auf Instagram. Das will ich zum Beispiel zukünftig auch ein bisschen ändern, dass ich halt einfach auf Instagram ein bisschen mehr mache. Also da ein bisschen mehr zu sehen bin. Du findest mich da unter die kleine Coco. Guck mal unten in die Infobox, da findest du das. Und da war das früher auch nicht so. Als die ersten Algorithmen bei Instagram eingeführt wurden, ich weiß noch, ich kann mich noch an diesen Aufschrei erinnern, weil früher wurde ja alles untereinander aufgelistet, was ja eigentlich auch cool war. Aber inzwischen ist es ja nicht mehr so, ne? So. Ich habe meinen Augenbrauenstift vergessen. Jetzt gibt es halt nur das Augenbrauengel. Ich muss mal wieder ein bisschen was ersetzen. Augenbrauengel zum Beispiel. Ich schmeiß ja regelmäßig was von meiner Kosmetik weg. Nicht zum Spaß, sondern wenn Kosmetik zu alt wird, dann sollst du dir das gesichtstechnisch nicht mehr lange antun. Und ich habe geguckt, wie alt der hier ist. Der ist halt auch schon relativ alt. Und Cremeprodukte. Ich gehe ganz oft danach. Riecht was komisch. Dann nehme ich es nicht mehr. Aber wenn sich auch die Konsistenz so verändert, dann musst du auch auf jeden Fall aufpassen. Dann musst du auch auf jeden Fall aufpassen. Ich habe heute was nicht so Spannendes geplant. Ich verwende, da habe ich jetzt auch dran gerochen. Ich verwende das, wie heißt die Marke nochmal? Puro Bio Quad, was ich mir mal gekauft habe. Aber das ist auch schon super, super alt. Und da bediene ich mich natürlich nicht in Gold, aber den drei anderen Farben jetzt. Und trag mal den bräunlichen Ton auf dem ganzen Lid auf. Ja, und Upload-Tage habe ich ja noch nicht gesagt. Also Upload-Tage werden sich auch verändern. Ich werde ein bisschen den Fokus auf Livestreams setzen. Die findet ihr generell immer auf meinem Zweitkanal, samstags um 10 Uhr. Das ist ja auch so ein Format, was man ihr nebenher anguckt. Im Nachhinein habe ich schon festgestellt, so zu 99%. Und das ist auch ganz interessant. So, das gucken die meisten Leute so nebenher, während sie irgendwas machen an.
So. Braun oder schwarz? Machen wir mal braun. Machen wir mal braun. Upload-Tage sind hier auf dem Kanal Donnerstag 20 Uhr, auf meinem zweiten Kanal Mittwoch 20 Uhr und Livestreams, wie schon erwähnt, werde ich hin und wieder mal einen Livestream am Abend machen, wenn man sich das immer wieder von mir wünscht, weil meine Zuschauerschaft doch die eher die Späten sind. Sieht man immer, es gibt so eine so ein Statistikbild auf YouTube, wo man das sieht, wann ihr Videos guckt. Und das ist überwiegend am Abend. Was auch okay so ist. Und deswegen habe ich die 20 Uhr gewählt. Ich weiß noch, als ich in meinem Netzwerk war, hieß es immer, ja, 20 Uhr geht gar nicht, das ist viel zu spät, das ist äußerst das Maximum, das darf man nicht. Kann ich mir noch gut dran erinnern hier. Aber ich probiere das jetzt einfach mal aus, um zu gucken, ob das irgendwas, irgendeine Auswirkung hat. Und mir verschafft es natürlich mehr Zeit. Ich habe mich die letzten Tage auch viel mit Ideengebung beschäftigt. So hast du natürlich halt die Möglichkeit, viel tiefer in so Thematiken reinzugehen und zu überlegen. Und ja, wer weiß, wo mich das hinführt, ne? Wer weiß, vielleicht mache ich dann im November, Dezember wieder 3 Videos, keine Ahnung, glaube ich aber nicht. Das glaube ich aber echt nicht, weil ich habe immer schon gesagt, auch als ich den Vlog-Kanal hatte, dass mir das einfach, das ist mir einfach zu viel, wisst ihr, wie ich meine? Es war mir immer zu viel, mehr auf Quantität zu gehen als auf Qualität. Ich glaube, ich probiere jetzt echt noch ein bisschen von dem Schwarz. Oder muss ich echt aufpassen? Oh ja, da musst du aufpassen. Ich war ja fürs Verblenden immer wirklich hart zu ungeduldig. Wobei Verblenden echt viel, 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 viel ausmacht. So. Ich bin zufrieden. So. Wunderbar. Können wir hier nochmal mit dem Highlighter. Ich habe von dem Highlighter echt viel verwendet, aber ich will den halt echt nicht mehr ewig verwenden. Weil es ist halt, wie schon erwähnt, ein Cremeprodukt. Und irgendwann sind es halt so Cremeprodukte auch im Arsch. Damit können wir noch ein bisschen blenden. Ich habe hier so eine Entzündung im Auge, immer noch so ein Hubbel. Mal schauen, ob der verschwindet. Ich habe, bevor ich in die Pause gegangen bin, habe ich ja noch 2 Videos gedreht, wo ich so ein entzündetes Auge hatte. Der Hubbel, der ist immer noch da hier. Der ist immer noch da. Da hat sich so eine Entzündung unterm Augenlid gebildet. Aus dem Nichts heraus bin ich morgens aufgewacht und habe der halt echt so ein mega fettes Auge, so, ne? Als Bronzer verwende ich immer noch den von Alterra. So. Und
wunderbar. Und ich hatte mir ja vor 2-3 Monaten habe ich mir ja den Eyeliner von Lavera geholt, der jetzt nicht scharf stellen möchte. Dann halt nicht. Ihr müsst mir dann glauben einfach, dass der von Lavera ist. Der ist nicht schlecht. Der ist wirklich nicht schlecht. Ich habe den von Rossmann weggetan, weil ich mich mit dem echt schwer getan habe. Da hast du nichts auftragen können. Zumal der auch einfach nicht gut funktioniert hat. Und ich achte bei dekorativer Kosmetik auf jeden Fall schon drauf, außer die Sache ist definitiv ohne Mikroplastik, dass ich hauptsächlich Naturkosmetik verwende, denn Mikroplastik ist in der Naturkosmetik nicht erlaubt. Deswegen auch mein Entschluss jetzt komplett bei Make-up, Mineral-Make-up zu verwenden. Denn Fakt ist, die Make-ups ohne Mikroplastik sind nicht gut. Ich habe jetzt schon ein bisschen was probiert, das wisst ihr ja auch, aber nichts war irgendwie so richtig zufriedenstellend. Jetzt ist mein Pinsel runtergefallen. So. Wunderbar. Du kannst halt durch das, dass dieses Pinselchen so fein ist, kommst du halt auch gut überall ran. So. Ich habe mein Kajal vergessen. Also gibt es kein Kajal. Also gibt es nur Mascara, da brauche ich jetzt auch eine neue. Und die ist jetzt auch schon dementsprechend alt. Also ihr merkt, ich gehe nicht danach 6 Monate wegschmeißen. Das mache ich auch nicht. Aber wenn es halt wirklich schon lange, lange drüber ist, dann sage ich mir selber so, schmeiß mal. Und mache ich meistens keine Mascara drauf, weil gerade wenn es so heiß ist, führt es meistens dazu, dass du mir aussiehst wie so ein Panda. So, dann habe ich jetzt noch einen uralt Blush. Riecht auch noch nichts, Gott sei Dank. Das ist so ein roter. Als die Twilight-Sache noch Breaking Dawn, wie lange ist denn das her? 10 Jahre? Keine Ahnung. Also bei solchen Sachen, da achte ich halt dann schon drauf. Sobald das anfängt irgendwie komisch zu riechen, schmeiße ich es halt weg. Es hat halt echt keinen Wert. So. Bin zufrieden. Ich bin zufrieden. So, ihr wisst jetzt, hier gibt es nur noch ein Video die Woche. Falls ihr ein zweites von mir sehen wollt, gibt es das auf meinem Zweitkanal Minimalistisch Intuitiv Vegan. Donnerstags hier um 20 Uhr, mittwochs auf meinem Zweitkanal. Und auf meinem Zweitkanal gibt es auch die Livestreams. Falls du da mal dabei sein möchtest, ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben
hinterlassen einen Kommentar. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut und habt noch eine gute Zeit. Tschüss.